Ich auch. Heroes of the Storm, leicht gemacht, mit der nächsten Folge für euch heute mit am Start. Der gute Nomi und meine Wenigkeit wieder für euch da. Hey, wie geht's? Hi, hi. Ja, ich freue mich auf die letzte Map, die uns noch erwartet. So sieht's aus. Wir haben natürlich viele, viele Themen in unseren Köpfen, sollte man vielleicht auch mal erwähnen. Wir haben jetzt für euch 6 Maps vorgestellt, wir haben aber noch ganz viele andere Themen, die uns schon eingefallen sind. Aber uns ist natürlich auch wichtig, was möchtet ihr noch lernen? Gerade für die Anfänger, was ist für euch interessant, was versteht ihr nicht, was würdet ihr gerne mal näher erklärt bekommen? Schreibt gerne in die Kommentare rein, unter das Video. Und ja, wir gucken uns das immer regelmäßig an und hoffen natürlich, dass wir euch weiterhelfen können. Die letzte Map. Welche Map ist es und über was sprechen wir hier? Ja, wir sind auf Blackhearts Bay und das ist tatsächlich so ein bisschen, also es ist erstmal ein Piratenthema, das ist erstmal, find ich persönlich ganz schön. Ja. Es ist aber tatsächlich so ein bisschen die komplizierteste Map. Also wir sehen, da ist das große Geister-Piratenschiff. Darum geht es die ganze Zeit. Man kann nämlich Münzen sammeln, einen Piraten bezahlen und der schießt dann auf die gegnerischen Gebäude. Was ich aber erst sagen wollte, es gibt eben eine Lane unten, die ist ganz weit weg von den anderen und 2 oben, die sind so ein bisschen enger zusammen. Das heißt, das ist vom Setting her schon mal ein bisschen anders als die anderen Karten, weil hier die oben alles so interagiert und oben nicht so. Und gut, wir haben jetzt gerade schon gesehen, in der Kartenmitte gibt es 2 Spots, wo zwischendurch so Schatzkisten spawnen. Da sind dann 5 Münzen drin. Und wie gesagt, die eine ist eben auf der oberen Seite bei den 2 Lanes und die andere unten bei der einen Lane. Also ist alles immer ziemlich dynamisch auf der Karte. Und ja, wie gesagt, man kann diese Münzen sammeln und wir sehen gerade unten rechts, man braucht momentan 10 Münzen, um den Piraten zu bestechen, die gegnerischen Gebäude abzuschießen. Ja, genau so sieht's aus. Wir haben in der Zwischenzeit auch vorher schon ein bisschen gesammelt. Wenn man sich die Übersicht der Helden anschaut, wir haben gerade im Gepäck 6 Stück. Unsere Gegner haben mittlerweile schon 10, die könnten abgeben. Und was dann passiert, werden wir jetzt gleich noch sehen. Darüber hinaus, ganz, ganz wichtig, man kann auch hier an den Camps, ja, Dublonen-Camp nennt sich das sogar schon, Dublonen, also Goldmünzen sammeln. Aber auch dieses Camp hier gibt Dublonen, aber ebenso auch das Bruiser-Camp, also dieses Hard-Camp mit diesen 4 Mercenaries, gibt uns eben auch 2 Goldmünzen. Und ja, was dann gleich passieren wird, werden wir dann mal sehen. Ich mach's mal eben auf normal. Also wir sehen, es gibt immer Kämpfe eigentlich um die Goldmünzen dann in den Kisten. Weil halt 5 relativ viel sind natürlich und da hat jetzt gerade das Team Unbekomme Pros tatsächlich geschafft, sich den Großteil der Münzen zu schnappen und ich glaube, vielleicht könnt ihr jetzt sogar auch bezahlen. Auf jeden Fall wird es dann gleich wahrscheinlich den Kampf um den Abgebespot geben. Das ist dann eben das Nächste. Und das ist das Schöne an der Karte, dass man ständig diese Situation hat, in denen man eigentlich fighten muss, aber andersrum sich auch überlegen kann, kann ich jetzt diesen Fight auslassen und dafür was anderes machen. Deswegen ist es wirklich strategisch im Gegensatz zum Beispiel zu Dragonshire ziemlich kompliziert. Also es ist vielleicht nicht so einsteigerfreundlich, aber macht dafür umso mehr Spaß. Es spielt, also ich finde, großartige Piratenmusik. Ja. Der Pirat ist die ganze Zeit am Labern und ballert eben die Kanonenkugeln rüber. So, wir sehen, Wolfox und sein Team um ihn herum geben gerade ab. Oh, und das sieht aus, als könntet ihr es nicht stoppen. Und da sind dann, ihr habt es tatsächlich geschafft, nochmal kurz zu interrupten. Ja, sicher doch. Und jetzt geht's nochmal drauf. Und nochmal gestoppt. Ja, tatsächlich kommt jetzt dann nochmal ein Kampf. Also wie gesagt, da kann man dann immer drum kämpfen, um diese Objectives auf der Karte. Und natürlich, der Pirat ist immer das letzte Ziel. Man kann vorher um alle Münzen kloppen, aber wenn man dann die nicht abgegeben kriegt, dann bringt es auch nichts. Also auf jeden Fall gute Aktion von euch, hier das nochmal zu verhindern. Vielleicht könnt ihr jetzt ja abgeben. Ja, die Eule haut da immer wieder rein, habe ich gesehen. Schauen, ob wir uns da trauen abzugeben, aber es sieht nicht danach aus derzeit. Und der gute Cybermetz, immer wieder zur Stelle, wenn es drauf ankommt. Ja, aber sie müssen halt nicht mehr so viel abgeben. Das sieht so ein bisschen so aus, als könnten sie es trotzdem noch hinkriegen. Ja, und da sehen wir diesen Balken, der sich gerade füllt und damit haben sie es abgegeben. Ja, da freut sich der Pirat natürlich und besteigt sein Schiff und das fährt dann los, eben um die gegnerische Basis zu beschießen. Man sieht, 12 Schüsse werden aktiviert und die fliegen hier einfach über die Karte und nehmen die Türme hier in der Kartenmitte raus. Und dadurch ist es wieder natürlich so, dass das Spiel ein bisschen schneller zu Ende geht, als man es eigentlich hinkriegen würde, weil eben so wahnsinnig schnell mit den Kanonenkugeln, man sieht das, also 2 Sobelle und so ein Turm ist weg, also geht ziemlich heftig schnell damit. Das ist echt der Wahnsinn. Also der macht ja mehr als Hälfte des Schadens, Hälfte der HP weg. Und ja, hier wird weiter gekämpft. Wichtig noch auf der Map, vielleicht neben diesen Kanonenschüssen, vielleicht nochmal ganz kurz gesagt, am Anfang gibt man 10 Goldmünzen ab, dann sind es 12, 14 ist es dann, 16,
Und es geht immer so weiter, dass man wirklich in die Höhe geht. Irgendwann wird man so viel abgegeben haben, dass wirklich alle Gebäude weg sind. Ich weiß gar nicht, was das Maximum da ist. Selbst wenn man gar keinen Tower selber kaputt machen würde. Aber auch da ist natürlich irgendwann das Limit erreicht. Der Boss auf der Map, auch wieder da. Ein wichtiges Element, gar nicht so einfach zu kriegen. Er ist nur hier oben. Das heißt, es gibt nicht mein Boss und nicht dein Boss. Und wenn man damit pushen kann, macht das natürlich wieder sehr viel Spaß gegen die Gebäude. Genau, das ist aber sehr gefährlich zu nehmen, weil da eben auch dieser Watchtower ist. Das heißt, meistens sieht das gegnerische Team, dass es an den Boss geht. Also im Gegensatz zu Cursed Hollow zum Beispiel, wo es zwei gibt und man sich das wunderbar brüderlich teilen kann, ist es auf Blackheart's Bay meistens relativ riskant. Der Olli, ne? Immer offensiv drauf hier. Da kriege ich jetzt auch immer Wut, wenn ich das sehe. Das ist nämlich aus unserem Subscriber-Turnier. Ah, okay. Mann. Riskanter Spieler. Na gut. Aber wir haben gesehen, die Piraten haben auf jeden Fall euch schon mal ordentlich eingeheizt. Momentan habt ihr noch Chancen zurückzukommen und ihr müsst jetzt auf jeden Fall nicht so teuer bezahlen wie die Gegner. So sieht's aus. Und ja, also die Mitte elementar wichtig, hier die Dublonen mitzunehmen. Auch ganz wichtig, ab und zu ist es nicht so wichtig, dass man alle Dublonen bekommt, wenn man weiß, dass man gleich den nächsten Kampf gewinnt und dann die Dublonen wiederholt vom Gegner. Denn auch das kann passieren. Sowas zum Beispiel. Oh, schöner Hook von Morgul. Ja. Und macht eine Map, wie Nomi schon gesagt hat, recht anspruchsvoll im Vergleich zu den anderen Maps. Vielfältiger, mehr wichtige Orte, wo man Münzen sammeln kann. Hier wird halt drum gekämpft, um die Schatztruhe wird sehr viel gekämpft. Um den Boss wird halt manchmal gekämpft, aber wenn es darum gekämpft wird, dann ist das oft schon... Ich erinnere mich an diese Map nämlich sehr gut, das war eine Entscheidungsmap. Hier haben wir das Spiel verloren, wir waren 2 Level vorne und haben da am Boss gekämpft und wurden getrappt. Das ist uns auch schon so oft passiert. Das ist immer freitags euer Subscriber-Turnier, oder? Ja, so sieht's aus, immer 18 Uhr. Ja, jeder, der bei uns auf Twitch Subscriber und somit Ultra ist, der darf gerne mitspielen. Auch als Einzelspieler, ihr müsst kein Team haben, wir suchen auch für euch Leute zusammen. Das funktioniert sehr, sehr gut und macht super viel Spaß. Geht auch immer 6-7 Stunden. Ja, da sehen wir es schon wieder. Ja, ich will das. Ne, hier haben wir den, glaube ich, noch geholt ohne Probleme. Das war erst bei Level 18 bei den Gegnern. Wir waren, glaube ich, schon Level 20. Erst wenn es richtig weh tut. Ja, genau. Dann, wenn es so lange dauert, dass die das Spiel damit drehen. Weil hier hätten wir ja noch gesagt, okay, passiert, wir können noch zurückkommen. Aber ja, Freunde, auf jeden Fall eine Map, die extrem viel Spaß macht. Wie schon gesagt, ein bisschen anspruchsvoller ist. Und ich hoffe, ihr testet sie auch aus. Spielt mit euren Kumpels vielleicht ein paar Quick-Matches. Vielleicht schon Hero League, wenn ihr könnt. Dafür müsst ihr Level 30 sein und auch vor allem 10 Helden besitzen. Ja, Steffen, das waren die Maps. Vielleicht ein Resümee, deine Lieblingsmaps und die Map, die du überhaupt am allerwenigsten magst. Also ich habe Leckhards immer sehr gerne gespielt, aber in letzter Zeit bin ich nicht mehr so ein Fan. Sky Temple macht Spaß, aber ich glaube, am liebsten spiele ich momentan weiterhin Cursed Hollow, weil es eben so ausgeglichen und weil es immer so viele kleine Fights gibt und auch interessante strategische Elemente. Vielleicht eure Meinung in die Kommentare. Was denkt ihr, was ist die netteste oder schönste Map, die ihr gesehen habt? Vielleicht auch von dem, was wir erklärt haben. Was hat euch den besten Eindruck gemacht? Vielleicht habt ihr schon gespielt und sagt euch, jo, also, ne, Dragonshire ist es auf jeden Fall. Sky Temple oder irgendwas anderes mag ich überhaupt gar nicht. Freue mich über euer Feedback. Wir sind natürlich immer froh, wenn ihr uns auch folgt über Twitter oder Facebook. NomiSC2, You Better Know Me, findet ihr auch bei YouTube übrigens, NomiSC2. Ich weiß nicht, wie weit er mittlerweile ist, aber der Mann braucht noch ein paar Follower, damit er endlich seinen eigenen Kanalnamen wählen darf, den er auch dann in den Browser einwählen kann. Ich werde es nicht oft genug, ich werde es auch oft genug sagen und selbst wenn er es dann hat, freue ich mich natürlich über jeden neuen Follower, den auch er bekommt. Checkt uns aus für alle weiteren Folgen. TakeTV.net, da findet ihr uns natürlich auch, aber bei YouTube einfach youtube.com/TakeTV. Also bis dahin, alles Gute und wir freuen uns auf euch. Macht's gut, bis dann.